Die EU hat die Hoffnung der Ukraine auf eine baldige Mitgliedschaft gedämpft. In einer in Versailles veröffentlichten Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, die EU unterstütze die Ukraine auf ihrem europäischen Weg. Sie habe das Recht, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden. Dem von Kiew gewünschten Schnellbeitritt erteilten mehrere Staats- und Regierungschefs aber eine Absage. Der französische Gipfelgastgeber Emmanuel Macron sagte, die EU könne kein Beitrittsverfahren mit einem Land im Krieg eröffnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte Ende Februar einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt, nur wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in sein Land.